Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video über unsere neue A-Serie. In dieser Reihe geben wir euch detaillierte Infos zu den einzelnen Lautsprechermodellen und ihrer technischen Ausstattung. Mein Name ist Daniel Dion und ich freue mich, dass ihr dabei seid. In den kommenden Minuten beschäftigen wir uns mit zwei nicht ganz neuen, aber dafür sehr wichtigen Themen. Die korrekte Positionierung eurer Studiomonitore und die klangliche Feinabstimmung. Als Anschauungsmaterial verwenden wir ein paar Adam Audio A7V. Die hier vorgestellten EQ-Funktionen finden sich jedoch bei allen Modellen der neuen A-Serien. Der A7V ist die konsequente Weiterentwicklung unseres preisgekrönten A7X, ein klassischer 2-Wege-Nahfeldmonitor mit 7 Zoll Tieftöner. Dazu haben wir den A7V mit allem ausgestattet, was die neue A-Serie auszeichnet. Ein Tieftöner mit einer Membran aus hochfestem Mineralfaserverbundstoff, unsere in Berlin handgefertigten X-Art-Hochtöner, einen drehbaren HPS Waveguide sowie ein leistungsfähiger DSP, der die Basis für viele Funktionen liefert. Einige davon werden wir uns heute kurz anschauen. In diesem Video wollen wir die Lautsprecheraufstellung anhand von zwei unterschiedlichen Anwendungsbereichen vorstellen. Zunächst als Hauptmonitor in einem Regieraum, danach als Teil eines einfachen Setups für Producer im Aufnahmeraum. Dieses professionelle Aufnahmestudio, in dem wir uns aktuell befinden, liefert für beide Szenarien gute Voraussetzungen. Zunächst wollen wir uns jedoch kurz mit den wichtigsten Features der A7V vertraut machen. Dazu werfen wir einen Blick auf die Rückseite, die bei allen Modellen der A-Serie identisch ist. Bei der Signalverarbeitung spielt der integrierte DSP eine zentrale Rolle. Dieser ermöglicht ein hohes Maß an Kontrolle über das, was im Lautsprecher vor sich geht. Konsequenterweise wurde auch die Frequenzweiche in der digitalen Domäne realisiert. Das bringt Vorteile, da konventionelle Frequenzweichen, bestehend aus Bauteilen wie Kondensatoren, Spulen oder Widerständen, bei unterschiedlichen Betriebstemperaturen ihre klangrelevanten Eigenschaften ändern können. Wie bereits erwähnt, befinden sich alle Bedienelemente des Studiomonitors auf der Rückseite. Die Anpassung an die Raumakustik erfolgt über einen 4-Band-EQ mit mehreren Preset-Einstellungen. Sie zielen auf typische, praxisnahe Klangkorrekturen. Mit Bass kompensiert man tieffrequente Überbetonungen. Sie entstehen, wenn der Lautsprecher sehr dicht vor einer Wand platziert wird. Die genaue Bezeichnung für dieses Phänomen lautet Speaker Boundary Interference Response oder kurz SBIR. Die Desk-Anpassung zielt auf störende Erstreflexionen, hervorgerufen etwa durch die Oberfläche des Mixers oder des Arbeitstisches. Presence dient in erster Linie dazu, den Klang des Lautsprechers an die individuellen Bedürfnisse anzupassen. Über die Treble-Einstellung lässt sich die problematische Positionierung der Lautsprecher ausgleichen, zum Beispiel wenn der Hochtöner nicht auf die Ohren ausgerichtet werden kann. Die verschiedenen Cut- und Boost-Optionen lassen sich für jedes Frequenzband einfach mit einer Taste schrittweise auswählen. LEDs zeigen die aktuelle Einstellung an. Bei einem Stereo-Setup muss zunächst darauf geachtet werden, dass beide Lautsprecher und die Abhörsituation ein gleichseitiges Dreieck bilden, das sogenannte Stereo-Dreieck. In unserem Regieraum wollen wir die Lautsprecher nicht auf, sondern hinter dem Mischpult platzieren. Da es sich bei den A7V um Nahfeldmonitore handelt, sollte der Hörabstand nicht zu groß gewählt werden. Mit einem Zollstock könnt ihr leicht die Abstände ermitteln. Zuerst messen wir den Abstand zwischen den beiden Lautsprechern. Denke dir nun einen Kreis um jeden Lautsprecher mit ihrem Abstand als Radius. Dort, wo sich beide Kreislinien schneiden, befindet sich die optimale Abhörposition, häufig auch Sweet Spot genannt. Nachdem die Position der Lautsprecher feststeht, könnt ihr euch mit ihrer Ausrichtung beschäftigen. Die akustische Achse des Lautsprechers mit Ausgangspunkt zwischen Hoch- und Tieftöner bzw. Hoch- und Mitteltöner sollte so genau wie möglich auf eure Ohren zielen, also nicht etwa über den Kopf hinweg oder auf die Brust. Höhenverstellbare Lautsprecherstative können hier sehr nützlich sein. Nicht immer ist die optimale Ausrichtung möglich und die Hörposition befindet sich abseits der akustischen Achse. Der dadurch entstandene Höhenverlust kann jedoch problemlos mit dem High-Shelf-Filter des Lautsprechers ausgeglichen werden. Zurück zu unserem Setup. Wir haben nun beide Lautsprecher optimal positioniert und Probe gehört. Dabei erscheint uns der Bassbereich deutlich überbetont. Es fehlt an Transparenz. Das Klangbild wirkt unausgeglichen. Ein unausgeglichenes Klangbild führt zwangsläufig zu unausgeglichenen Abmischungen. Um Abhilfe zu schaffen, schauen wir ein weiteres Mal hinter unsere Monitore und korrigieren den Bassbereich mit dem Low-Shelving-Filter. Nehmen wir an, dass Höhen und Bass nun wunschgemäß wiedergegeben werden. Bei genauerem Hinhören erscheinen uns jedoch die tiefen Mitten nicht optimal. Wir begeben uns wieder hinter den Lautsprecher und stellen nun eine Kompensation im EQ-Band Desk ein. Seid ihr über das Ziel hinausgeschossen, könnt ihr mit ein paar Tastenklicks jederzeit zurück zu den Standardeinstellungen gelangen. Selbstverständlich bietet es sich an, den Regieraum akustisch zu vermessen und die richtigen EQ-Einstellungen anhand dieser Messergebnisse vorzunehmen. Aber auch dann sollte unbedingt sorgfältig gegengehört werden. Letztendlich entscheidet das Ohr über den bestmöglichen Klangeindruck. Mit einem geschulten Ohr und bekanntem Audiomaterial zum Testen kann man bereits sehr gute Ergebnisse erzielen. Sehen wir uns nun den Production-Arbeitsplatz im Aufnahmeraum an. Auch hier muss zunächst die passende Position der Lautsprecher gefunden werden. Schon erledigt.
Diese Anordnung entspricht einer typischen Situation im Home- oder Bedroom-Studio. Die Platzverhältnisse sind ziemlich knapp. Die Lautsprecher stehen deshalb direkt auf dem Arbeitstisch und dieser wiederum dicht vor einer Wand. So in der Ecke zwischen Tischplatte und Wand positioniert, ist eine deutliche Überbetonung der tiefen Frequenzen unvermeidlich. Das wiederum führt nicht nur zu Mixen mit weniger Bass, auch die Mitten würden bei den überbetonten Bässen überlagert werden. Der Low-Shelving-Filter auf der Rückseite unserer A-Serie-Monitore ist auch hier genau das richtige Tool für einfache Abhilfe. In diesem Beispiel stehen die Monitore direkt auf dem Tisch und ohne ein passendes Stativ könnt ihr die Hochtöner nicht exakt auf die Richtung der Ohren ausrichten, was mit einem gewissen Höhenverlust einhergeht. Hier steuern wir mit einer Anhebung der EQ-Bänder Present und Treble gegen und die sorgen für ein ausgeglichenes Klangbild. Nun können wir mit dem kreativen Schaffen beginnen. In diesem Video haben wir die einfachsten Grundlagen der richtigen Lautsprecherpositionierung kennengelernt. Zudem haben wir gesehen, wie sich die EQ-Funktionen des A7V nutzen lassen, um die Monitore sehr einfach an zwei verschiedene Abhörsituationen anzupassen. Wie schon zuvor bemerkt, finden sich diese Funktionen in allen Modellen der neuen A-Serie wieder. Wer sich ein wirklich professionelles Studio fürs Mixing und Mastering einrichten möchte, sollte jedoch die Ursache einer problematischen Raumakustik angehen. Akustische Elemente wie Absorber sind dabei unumgänglich. Ich danke euch fürs Zuschauen und hoffe, euch auch in unseren nächsten Videos über die neue A-Serie begrüßen zu dürfen. Habt ihr Probleme mit eurer Raumakustik? Wäre die EQ-Funktion der A-Serie etwas für euch? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. In der Videobeschreibung findet ihr wie immer weiterführende Informationen und Links. Auch da lohnt sich vielleicht ein Blick. Das wäre es von meiner Seite. Tschüss und bis zum nächsten Video.